So, willkommen zur ersten Belagerung. Die Wetterbedingungen kennt ihr ja schon. Da habe ich mich wieder für das trockene Wetter entschieden. Oh, Wunder. Und ich werde jetzt mal anfangen, meine Einheiten in Position zu bringen. Das Ganze läuft auch wie gehabt vonstatten. Einheiten gruppieren und in eine gewünschte Formation bringen. Hier sieht man jetzt die feindliche Garnison. Man kann auch schon erahnen, wo sich der Feind aufhalten wird, wenn er klug ist. Und ganz blöd ist die CPU nicht. Tada, er steht da drin. Ich muss sagen, ich bin ein Freund davon, mir lange, lange Zeit zu nehmen, um den Feind nach Möglichkeit gänzlich mit meinen Bogenschützen da rauszuballern. Hat folgenden Vorteil. Würde ich jetzt meinen Yari Ashigaru oder meinen Yari Samurai befehlen, das Tor anzugreifen, würde das Tor niederbrennen und damit wäre die Garnison beschädigt. Das heißt, ich könnte dort keine Einheiten rekrutieren sofort in der nächsten Runde. Oder sobald ich wieder dran bin. Das würde dazu führen, dass ich Geld in die Reparatur stecken muss und das würde meinen Vormarsch um mindestens eine Runde verringern, weil ich dann meine Einheiten zurücklassen muss, um die Ordnung zu sichern. Wenn ich aber direkt Einheiten rekrutieren kann, kann ich auch direkt sicher gehen, dass die Feinde, dass die Zivilbevölkerung nicht aufmuckt in der nächsten Runde, weil dann ja wieder Einheiten vor Ort sind. Ich könnte sie auch wie hier angezeigt die Fortmauer hochklettern lassen, ja, aber nein. Ihr könnt euch vorstellen, was passiert, wenn man ohne geeignete Ausrüstung versucht, ein Gebäude heraufzuklettern. Das überleben nicht unbedingt alle. So, dann will ich doch mal meine Bogenschützen etwas näher an das Geschehen bringen, damit sie auch ja jeden treffen können. Das kann sich bei mir immer etwas hinziehen, deshalb werde ich das in Zukunft so machen, wenn ich ein Gefecht selber spiele, werde ich entweder direkt danach den Ausgang zeigen oder das Gefecht an sich. Falls in dem Gefecht irgendwas Besonderes passiert ist. Ich werde auch durchaus, falls es zu einer von mir gesteuerten Niederlage kommt, auch mal eine Niederlage zeigen. Um halt auch eine Schwachstellenanalyse mehr oder weniger effizient präsentieren zu können. Weil ich bin ja nicht empfehlbar. So, hier kommen jetzt diverse Geschosse an. Einerseits kann einer meiner Trupps scheinbar direkt hier durch diese Fenster, also durch diese Schießscharten schießen. Sehr schön zu sehen sind da die Pfeile, die in der Festung stecken bleiben. Hingegen zu denen, die direkt drüber schießen können. Ja. Oder zu denen, die drüber schießen. Wobei ich immer noch der Überzeugung bin, dass das Hindurchschießen effizienter ist, da mehrere Feinde auch durchaus durchbohrt werden können. Das Ganze kann sich etwas ziehen, jetzt zieht sich der Feind erstmal zurück, will noch geschossen entkommen, die übrigens meistens perfekt mitgezielt kommen, sodass wenigstens noch ein oder zwei getroffen werden. So, jetzt sind die weg, was machen wir natürlich? Bleiben das Vorreiter an. Hier könnt ihr auch schon sehen, meistens umfassen die Einheiten zwischen 120 und 150 Mann pro Trupp. Samurai sind immer weniger als Ashigaru. Aber man kann sagen, ein Trupp Samurai ersetzt anderthalb Trupps Ashigaru von der Stärke her. Von daher ist es halb so wild, dass sich dann nur 120 Yari Samurai in einem Trupp finden, vergleichsweise mit 150 Yari Ashigaru, beziehungsweise bei den Bogenschützen 90. Ja, sie sehen schon irgendwie lustig aus, wenn sie da so vollkommen durchbohrt werden. Und was auch eine Besonderheit ist, die Gesichter der Protagonisten wiederholen sich nicht sehr oft. Also es kommen zwar schon mal die gleichen vor, aber ich glaube, die ersten anderthalb Reihen sind meistens frei von doppelten Gesichtern. So, dann will ich mich doch mal weiter darauf vorbereiten, den Feind hochzunehmen. Das mache ich jetzt, indem ich einen Teil meiner Bogenschützen etwas weiter verteile, um im Optimalfall die gesamte Garnison abdecken zu können. Ahaha, und da kommt er schon wieder zurück in meinen Schussbereich. Dann werden wir doch wieder das Feuer aufnehmen. Huch. So kann ich nämlich dann hinterher die Burg erobern, indem ich nichts weiter tun muss, als die Feinde wegzuballern. Man könnte jetzt auch Einheiten in das Burggelände schaffen und hier diesen Punkt, die Piazza, so wie es in den früheren Teilen hieß, erobern. Hätte als Vorteil, naja,
Die Feinde sind trotzdem weg und man hat gewonnen. Falls man es mit militärischer Macht nicht schaffen sollte, den Feind zu überwinden, ist das ganz praktisch. Aber das sollte dann meistens schon eher das Ziel sein, den Feind auch wirklich zu übermannen und einfach auszulöschen, damit man nicht noch nervige Reste an Einheiten hat. Wir gucken dann jetzt mal den Bogenschützen etwas weiter zu, zumal ich es auch manchmal einfach nur schön finde, kurz vorm Anschlag anzuhalten und zu schätzen, na, welcher Pfeil trifft denn wen? Ich weiß, das ist für die meisten wahrscheinlich eine ziemlich dämliche und langweilige Spielerei, aber mir macht Spaß. Ich werde euch auch mal versprochen. Ja, das war unsere erste Belagerung. Wie ihr sehen könnt, die Feinde sind Vorratshalter für Zahnstocher im XXL-Format. Damit ist das Gefecht zu Ende. Bis gleich. So, damit sind wir wieder bei der Übersicht. Keinen einzigen Mann verloren, 75 Feinde getötet und die Provinz erobert. Jetzt kann ich mich entscheiden, möchte ich den Clan zu einem Vasall machen? Das heißt, er würde regelmäßig Zahlungen zukommen lassen und vollen Zugriff auf sein Gebiet gewähren. Er wäre aber weiterhin existent. Wenn man aber Shogun werden will, muss man sehr viel erobern. Hat man sehr viel erobert, erklärt einem irgendwann das amtierende Shogunat den Krieg. Dann will dieses Shogunat dafür sorgen, dass man weg ist. Nachteil: jeder noch existente Clan erklärt einem den Krieg. Die legen alle Streitigkeiten bei und fangen an, auf einen einzuprügeln. Von daher besetze ich das Ganze friedlich, wegen dem voraussichtlichen Wohlstand und der öffentlichen Ordnung. Diese 2349 sind sehr, sehr verlockend. Das kann ich auch durchaus verstehen. Allerdings, dadurch leiden die Gebäude, das muss ich wieder reparieren. Ein Großteil des Geldes würde in Reparatur draufgehen und die Rekrutierung sehr, sehr vieler Einheiten, um die Ordnung zu gewähren. Daher besetze ich friedlich und mein General ist wieder aufgestiegen. So. Jetzt habe ich einen sehr, sehr schönen Vorteil. Ich kann jetzt in jeder Provinz eine Einheit mehr rekrutieren als eigentlich möglich. Hier drin befindet sich schon wieder ein Jahrhundertplatz, was mir nicht so ganz gefällt, weil ich nicht die gleichen Einheiten aber und aberfach rekrutieren will. Das heißt, ich reiße ihn ein. Ah. Mir fehlt Geld, naja. Ich kann weitere Sachen erlernen. Zum Beispiel könnte ich jetzt den Strategen weiter ausbilden oder neue Fähigkeiten wählen, was ich auch tue, nämlich Poet. Das ist, wie ich finde, mit die wichtigste Eigenschaft, die ein General haben kann. Solange er lebt, erhöht sich die wird die Erforschung der Bushido-Künste, also der Kriegskünste, schneller. Sehr, sehr schön, einfach, weil man dann mal vorwärts kommt im Erforschen. Ja, jetzt werde ich schon mal mich damit begnügen, einen Trupp Bogen-Ashigaru zu rekrutieren. Mit den verbleibenden Ashigaru werde ich wie folgt verfahren. Ich werde sie alle mitnehmen, außer den beiden. Na Moment, die Rekrutierung kann ich auch abbrechen. Die zwei, die verstärkt werden müssen, bleiben da. Und der Rest zieht weiter. Und die zwei, die mir jetzt unten drin fehlen, stocke ich mit denen hier auf. So, damit ist meine alte Streitkraft wiederhergestellt. Und ich werde jetzt zu diesem Zeitpunkt dazu übergehen, zu speichern und mich die kommenden Tage wieder dran zu setzen. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und ihr verzeiht mir den einen kleinen Aussetzer eben. Dann sage ich mal, bis die Tage.